Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, es geht hier bei diesem Gesetzentwurf ja im Wesentlichen um die Änderung, was die Befristung angeht, von drei Befugnissen im Verfassungsschutzgesetz. Es geht um die Beobachtung der zugangsgesicherten Internetkommunikation. Da reden wir zum Beispiel über Chats, über Foren, wo wir wissen, dass Terroristen oder eben auch andere Verfassungsfeinde diese nutzen, um eben zu kommunizieren, also das zum Beispiel nicht übers Telefon tun, dass diese Chats auch genutzt werden, um zum Beispiel zu radikalisieren. Und die Frage immer ist, kann der Verfassungsschutz sich damit reinschalten oder eben nicht? Das ist die eine Befugnis. Die andere Befugnis ist, betrifft den Zahlungsverkehr und die Geldbewegung, ebenfalls eine wichtige Befugnis des Verfassungsschutzes. Und die dritte Befugnis, da geht es um die Auskünfte von Telekommunikationsverbindungs- und Nutzungsdaten. Es geht um diese drei Befugnisse im Verfassungsschutzgesetz. Diese sind befristet bis zum 1.6. diesen Jahres. Der Gesetzentwurf sieht ja jetzt vor, alle komplett zu entfristen. Und dazu will ich noch mal im Einzelnen sagen, dass die beiden letztgenannten Befugnisse, also die Geldbewegung und die Telekommunikationsverbindungs- und Nutzungsdaten, dass diese ja schon mit dem Gesetz von 2002 damals eingeführt wurden. Herr Lürbke hat es richtig dargestellt. Diese wurden bereits evaluiert. Also diese gibt es schon länger. Sie wurden evaluiert. Und aus meiner Sicht ist hier die Entfristung auch unproblematisch, weil, glaube ich, allen klar ist, dass wir diese Befugnisse für den Verfassungsschutz auch weiter brauchen. Auch bei der dritten Befugnis trifft es zu, dass man, dass auch wir Grüne zu der Bewertung kommen, dass wir diese Befugnis weiter brauchen. Also die Frage Chats und Internetforen, auch da stellen wir uns gar nicht dagegen. Ich will noch mal daran erinnern, wann ist diese Befugnis eigentlich eingeführt worden? 2013, da haben wir SPD und Grüne ja eine sehr umfassende Reform des Verfassungsschutzgesetzes vorgenommen, nach dem Versagen der Sicherheitsbehörden beim Fall NSU. Also wir haben eine Komplettreform und Überarbeitung des Verfassungsschutzgesetzes gemacht und diese Befugnis damals dann auch richtigerweise eingeführt. Ich halte diese Befugnis auch nach wie vor für richtig, aber man muss eben auch feststellen, sie ist bisher kein einziges Mal angewandt worden. Und dann will ich noch mal sagen, ich persönlich finde das falsch, zu sagen, okay, es ist nie angewandt worden, wir brauchen sie weiterhin, also entfristen wir es komplett. Ich finde das so nicht richtig. Ich finde, man hätte hier eine weitere Befristung von 5 Jahren einführen können und sagen können, in 5 Jahren schauen wir noch mal, wie ist denn die Evaluation, wie oft ist es angewandt worden, brauchen wir diese Befugnis, ja, nein, ist es problematisch, zumal und auch der Evaluationsbericht kommt ja zu dem Ergebnis, wir hier über eine Maßnahme sprechen, die einen tiefen Grundrechtseingriff nach Artikel 10 des Grundgesetzes beinhaltet. Und so insofern finde ich oder fände ich es richtig, sich in 5 Jahren noch mal anzugucken, brauchen wir diese Befugnis ja oder nein. Und ich will auch noch einen anderen Punkt ansprechen, der mich so ein Stück weit irritiert in der Begründung zu dem Gesetzentwurf. Und zwar steht da als Begründung, ja, Entfristung der Befugnisse, aber auch, dass dadurch der Verfassungsschutz insgesamt gestärkt würde. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht nur übertrieben, sondern ich finde, dass Befristung und dass Evaluation doch keine Schwäche der Sicherheitsbehörden darstellen. Befristungen sind auch keine Bürokratiemonster, ganz im Gegenteil. Gerade da, wo es um Grundrechtseingriffe geht, müssen wir doch als Abgeordnete immer wieder hinschauen, brauchen diese Sicherheitsbehörden diese Befugnisse noch, ja oder nein, ist es gerechtfertigt, ja oder nein. Und insofern finde ich in diesem Punkt die Befristung komplett aufzuheben so nicht ganz richtig. Und deshalb werden wir Grüne uns hier auch enthalten. Aber ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen, und zwar die Evaluation, die uns hier allen zugegangen ist, die uns vorliegt. Und ich finde, dass sich ein Blick in diese Evaluation wirklich lohnt. Und ich finde, es hat sich gezeigt an dieser Evaluation, dass es gut ist, wenn solche Befugnisse, wenn Maßnahmen der Behörden nicht nur durch die Sicherheitsbehörde selbst evaluiert werden, wie es hier häufig der Fall ist, sondern wenn man extern Sachverstand, unabhängige Sachverständige wie jetzt Professor Wolf da dran setzt, die sich das nochmal unter einem anderen Blickwinkel anschauen. Das finde ich richtig. Und wir haben das ja auch im Polizeigesetz, zum Beispiel bei der Videobeobachtung, so vorgesehen, dass unabhängige Sachverständige hier evaluieren sollen. Genau das, finde ich, ist der richtige Weg. Also es lohnt sich, die Evaluation wirklich nochmal anzuschauen und es nochmal nachzulesen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch gehen sollten. Evaluierung nicht nur durch Sicherheitsbehörden, sondern auch durch Externe. Und wie gesagt, zum Abstimmungsverhalten der Grünen habe ich bereits gesagt, wir werden uns jetzt in dieser Frage enthalten. Herzlichen Dank.